Da ist doch was. Hallo Glühwürmchen. Kannst du mir helfen, hier durchzufinden? Hört mal ihre Tonspur an. Klar. Wenn du meine Frage richtig, wenn du mattest, traust du dich? Die haben irgendwas Zusammenschneiden total verkackt, denn sie stückeln das, doppeln einmal ein Stück und lassen dann das Stück, was eigentlich hin sollte, aus, sodass es am Ende gar keinen Sinn mehr macht, falls ihr gerade das gehört habt. Voll witzig. Ja. Und das ist, also ich weiß nicht, was bei jedem Spiel so ist. Das hier ist wie immer das Originalspiel. Also die CD, die wir früher auch hatten. Vielleicht ist es irgendwo richtig, vielleicht auch in der englischen Version, vielleicht ist nur das Spiel kaputt. Ich habe keine Ahnung, aber man weiß ja, was sie sagen möchte. Ja. Warum stellen sich Insekten tot? Geilste Frage. Erstens, um schnell auf den Boden zu fallen. Zweitens, um vor Feinden zu fliehen. Drittens, um Energie zu sparen. Das musst du dir mal vorstellen. Ein Insekt fliegt so rum und auf einmal... Oh, ich will jetzt auf den Boden. Ich stelle mich tot und knallt dann so komplett runter. Dann stellt es sich nicht nur tot, dann ist es wirklich tot. Energie zu sparen. Ja, klar. Energiesparmodus aktiviert. Piep. Puff. Ich denke nicht. Vor Feinden zu fliehen. Fliehen ist nicht das richtige Wort. Ich hätte jetzt eher gesagt, sich zu tarnen, sich zu verstecken. Aber, naja, es kommt der richtigen Antwort am nahesten. Wow. Und es ist sogar richtig. Sehr gut. Nun wirst du den Weg finden. Ist sehr nett von dir. Und die beiden sehen so gruselig aus da hinten. Die beiden Duwümchen, finde ich. Die sehen voll böse aus. Die hier sieht ja lieb aus vorne. Naja. Hey! Wie kann ich über den Zaun kommen? Fragen wir mal das Tierchen hier. Kleine Ameise! Kannst du mir helfen, über den Zaun zu gelangen? Ich denke schon. Beantwortest du mir erst meine Frage? Na klar, ich glaube nicht, dass es eine Ameise ist. Eher eine Termite, aber naja. Ihr seht gleich warum. Warum laufen Ameisen immer hintereinander? Erstens, sie haben eine strenge Hierarchie und geben oder empfangen Befehle. Zweitens, wenn sie auf einen Feind treffen, können die hinteren Ameisen leicht fliehen. Drittens, sie geben Informationen immer nach hinten weiter. Also, eine strenge Hierarchie? Prinzipiell schon. Geben oder empfangen Befehle. Naja, wie man es nimmt. Wenn sie auf einen Feind treffen. Normalerweise wird der Feind gemeinsam dann in die Flucht geschlagen. Ich glaube, die hinteren fliehen nicht einfach so. Sie geben Informationen nach hinten weiter. Naja, das wird das erste ja nicht ausschließen, ne? Aber es ist immer nur eins richtig. Ich nehme mal eins, ich bin mir nicht sicher. Nein. Falsch. Schade. Du verlierst eine Weisheitsfrucht. Ich gebe dir noch eine Chance. Versuchst du es noch einmal? Ja, der Durchgang hier läuft gerade echt nicht so gut. Ja. Warum gehen Ameisen niemals verloren? Erstens, Ameisen geben einen Geruch ab, den die anderen aufspüren. Zweitens, sie erkennen immer die Wege am Wind wieder. Wind dreht sich, da kannst du nichts machen. Wind dreht sich immer. Sie haben ein gutes Gedächtnis. Nee, ich glaube, der Geruch. Ja. Und deshalb denke ich irgendwie eher, dass es eine Termite ist, weil die das halt so aufknabbert. Oho, ich bin schon da. Ich finde, ein witziges Feature ist dieses hier. Es gibt ja überall so kleine Sachen, die man anklicken kann. Das ist hier, ist richtig geil. Lecker, noch mehr. Ohne Worte, oder? Ja? Das habt ihr richtig gesehen, das ist ein entsprechender Baum. Großer Baum, da ist eine Rettichrange auf der anderen Seite des Flusses. Wie komme ich hinüber? Ich verrate es dir, wenn du mir eine Frage beantwortest. Ja, ein Baum mit einem Schnurrbart. Ohne Witz, richtig geil. Ja. Warum färbt sich das Laub aller Bäume nicht zur selben Zeit? Erstens, weil sie nicht zur gleichen Zeit zu wachsen beginnen. Zweitens, weil die oberen Blätter mehr Nahrung bekommen und länger grün bleiben. Drittens,
weil die oberen Blätter mehr Sonnenlicht bekommen. Das ist auch ein bisschen Arschlochfrage, denn was meint er denn? Das Laub aller Bäume nicht. In welche Richtung färben? Meint er grün oder meint er im Herbst, wenn es sich bunt färbt und die Blätter abfallen? Wird dann nicht erklärt. Wie meint er das denn? Also ich denke, weil sie nicht zur gleichen Zeit zu wachsen beginnen, denn es weist sehr darauf hin, dass er die grünen Blätter meint. Und die, wenn die wachsen, wird das Chlorophyll da ja, es wächst halt da rein dann sofort. Und im Winter wird es ja im Stamm gespeichert, damit die Pflanze das im Frühling in den Blättern hat, damit die wieder Photosynthese machen kann, um Nahrung zu haben. Und ich denke deshalb, dass es A wäre, weil mit Sonnenlicht hat es zwar zu tun, aber nicht so viel. Mehr Nahrung und länger grün bleiben ist eigentlich auch Schwachsinn, denke ich. Scheiße. Falsch. Schade, aber du verlierst eine Weisheitsfrucht. Ich gebe dir noch eine Chance. Möchtest du noch eine Frage hören? Vor allem, ich weiß auch nicht, was er mit Nahrung meint. Das wird nichts, wenn wir so weitermachen. Wie vermehren sich Mangrovenbäume? Erstens, am Stamm wachsen Triebe, die herunterfallen und wachsen. Zweitens, es wachsen Triebe unten am Stamm, die weiter wachsen. Drittens, von den Ästen fallen Samen, die im Boden wachsen. Mangroven sind diese riesigen Bäume mit den noch riesigeren Wurzeln. Und da ist es, meine ich, so, dass wirklich am Stamm die Triebe wachsen. Das sind dann die neuen Setzlinge und die fallen irgendwann runter und können sich dann einfach vermehren. Falsch. Oh. Schade, aber du verlierst eine Weisheitsfrucht. Oder auch doch nicht. Ich gebe dir noch eine Chance. Möchtest du noch eine Frage hören? Dann wachsen sie wahrscheinlich durch. Nein. Verrückt. Warum sind Zypressen und Pinien das ganze Jahr grün und verlieren ihre Blätter nicht? Erstens, weil die Wurzeln das Wasser für den Winter speichern. Zweitens, weil ihre Blätter sehr klein sind und der Feuchtigkeit widerstehen können. Drittens, weil sie in warmen Regionen wachsen. Also wenn wir jetzt noch einmal verkacken, ist vorbei. Da müssen wir von vorne anfangen, von komplett vorne. So, warum sind Zypressen und Pinien das ganze Jahr grün und verlieren ihre Blätter nicht? Weil die Wurzeln das Wasser für den Winter speichern. Das machen eigentlich einige Pflanzen. Zypressen haben die große Wurzel? Ich weiß es gerade nicht. Weil ihre Blätter sehr klein sind und der Feuchtigkeit widerstehen können. Es geht im Winter eigentlich nicht um Feuchtigkeit, sondern darum, dass wenn die Blätter so normal groß sind, so die normale Blattgröße eben von so einer Eiche oder so, dass die Oberfläche sehr groß ist, dass relativ feucht ist, weil die Pflanze gibt ja mit der Photosynthese immer wieder ein bisschen Feuchtigkeit mit ab. Schwitzt ja sozusagen, also man sieht ja, wenn man eine Plastiktüte über so ein paar Blätter tut an einem Baum, sieht man ja das Sumpfwasser irgendwann. Dementsprechend würde denn die Pflanze im Winter abfrieren, wenn sie ihre Blätter nicht verlieren würde. Und dadurch würde sie einfach nur ihre ganzen Sachen Chlorophyll und so verlieren. Und irgendwann, wenn die Blätter dann abbrechen, so, dann frostet die ganze Pflanze ein. Und dann stirbt die. Das wäre unklug von ihr. Wenn die Blätter sehr klein sind, das könnte natürlich sein. Es klingt komisch, mit der Feuchtigkeit widerstehen. Aber Zypressen und Pinien wachsen nicht nur in warmen Regionen. Super. Puh. Lass dich von der Grille über den Fluss bringen. Jetzt kommt aus seinem Mund eine Grille, allen Ernstes. So. Auf geht's. Folge mir, ich bringe dich über den Fluss. Los, los, auf geht's. Ja, sie will einen Tunnel graben. Fragen wir sie mal dazu, wie sie das findet. Frau Maulwurfsgrille, wie soll ich über den Fluss kommen? Ich kann einen Tunnel graben, dann kannst du unter dem Fluss hergehen. Beantwortest du meine Frage? Mach ich doch glatt. Ja, nein. Was ist charakteristisch für Insekten? Erstens, ihre Körper bestehen aus drei Teilen und sie haben drei Beinpaare. Zweitens, sie haben Flügel. Drittens, sie leben in Büschen und fressen Pflanzen. Naja. Also, Insekten haben drei Teile. Kopfteil, Bauchteil, also Abdomen. Und Hinterteil ist das Abdomen. Und dann noch so einen mittleren. Drei Beinpaare, ja.
kommt hin. Flügel ist aber eigentlich auch immer richtig, denn wenn ihr euch so Käfer anguckt, sind das eigentlich auch Flügel, aber also beziehungsweise Asseln zum Beispiel, sind ja auch Insekten. Und diese Art Panzerung, die sie um den Körper haben, sind eigentlich auch nur die Flügel, die sich zurückgebildet haben. Theoretisch hätten sie also Flügel, aber ich denke nicht, dass sie das hier hören möchte, sondern lieber das. Sehr gut, ich werde dir einen Tunnel graben. Das ist nett. Danke. Auf geht's. Nimm einfach die Erde so da raus. Bäm. Jo. Und die Erde verschwindet einfach. Ich schmeiß die raus und sie ist weg. Wie schön. Auf geht's durch den Tunnel, für den wir viel zu fett sind. Und wo tauchen wir auf? Welch ein seltsamer Lotuswurzel. Ort. Ist das eine Lotuswurzel? Yep, ist es. Und das Gruselige ist, sie kann sprechen. Liebe Lotuswurzel, wie kann ich hier wegkommen? Nie wieder. Kein Problem, aber du musst erst meine Frage beantworten. Die wollen alle Fragen beantwortet haben. Die haben voll die Probleme. Ja. Denen ist einfach so langweilig den ganzen Tag. Die müssen einfach immer... Ja, ist okay. Ja. Oh. Warum ist die Lotuswurzel hohl? Erstens, um Luft zu speichern. Zweitens, um alte Fasern abzustoßen. Drittens, sie ist infolge von Wasserknappheit verkümmert. Erstens, sie will Luft speichern, das stimmt. Toll, du kannst gehen. Wow. Voll gruselig, oder? Es ist ein bisschen albtraummäßig hier unten. Lass uns schnell wieder gehen, bitte. Alles klar. Warum bin ich in der Mitte des Flusses? So geil. Also, dich diesen kleinen, winzigen Stiel einfach mal in die Lotusblüte, auf die Lotusblüte. Im See. Alles klar. Und eine Libelle ist da, die hilft uns bestimmt. La, 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 la. Ich bin eine Pflanzenfee. Bitte bringe mich über so den Fluss. So siehst du aus. Scherze nicht. Jeder weiß, dass du Pongpong aus dem Wunderdorf bist. Voll es fame. Ist einfach. Du musst nur meine Frage beantworten. So ja, wie bei allen. Nein. Ja, ja, hau raus. Wie kannst du erkennen, welche Insekten eine vollständige Metamorphose vollziehen und welche nicht? Erstens, beobachte, ob es ein Puppenstadium gibt. Zweitens, schau, wie sie sich paaren. Drittens, schau dir ihre Flügel an. Man kann beobachten, ob es ein Puppenstadium gibt. Das sagt eigentlich immer aus, ob es eine Metamorphose ist. Flügel halte ich eigentlich für unsinnig. Denn da weißt du zwar, wann die Metamorphose fertig ist, aber nicht, ob sie das, also ob sie nicht von Anfang an schon Flügel hatten. Also, wie sie sich paaren, ist eigentlich auch Nonsens. Puppenstadium müsste richtig sein, hoffe ich mal. Yep. Jetzt auch ich einfach mal so eine Art Schaukel an sich hängen, ne? Total geil. Auf geht's. Und er hält sich jetzt einfach fest und ist auch nicht viel zu schwer oder so. Schön, dich zu sehen, Pongpong. Ich bin der Rettich. Willkommen auf meiner Farm. Hallo, ich bin der Rettich. Hallo, Rettich! Kannst du mir helfen, für mein Dorf etwas zu essen zu finden? Kein Problem. Folge mir. Mach ich doch sofort. Was für eine tolle Farm. Der Erntemonat ist schon vorbei. Ist etwas übrig? Das kommt auf dich an. Gut. Du musst etwas Dünger aus der Garage holen. Dünger. Der Lauch muss gedüngt werden, um zu wachsen. Alles klar, ab in die Garage. Lass uns ein wenig Dünger holen. Und da lebt der ganze Charakter des ganzen Spiels. Der Düngemann. Und die Musik ist so geil hier drin. Hey, Düngemann! Wir haben einen Gast! Aha, ich weiß, es ist Pongpong aus dem Wunderdorf. Danke, ich hätte trotzdem gern Dünger. Düngemann, gibst du mir etwas Kalium zum Düngen? Wie immer werde ich dir helfen, wenn du meine Frage beantwortest. Okay. Wie immer. Er kommt also des Öfteren vorbei und schnurrt Essen. Ja. Weil er es nicht drauf hat, um sich um sein Feld zu kümmern. Warum sollte Dünger sparsam verwendet werden? Erstens, es wird schwieriger für die Pflanze, Wasser und Nährstoffe aufzunehmen und durch die Venen zu befördern. Zweitens, zu viel Dünger lässt die Pflanze das Wasser langsamer aufnehmen. Drittens, die Pflanze kann die überschüssigen Nährstoffe nicht verwerten. Drei stimmt.
Eins, ich glaube nicht, dass man die Blatt, also die Sachen wirklich Venen nennt. Und Wasser und Nährstoffe aufzunehmen wird schwieriger. Man könnte natürlich denken, also sich daraus, ich weiß es nicht. Ich denke einfach mal, drittens, hoffentlich, wahrscheinlich ist es falsch. Tut mir leid, aber du solltest zurück zum Haus der Weisheit gehen und ein bisschen lernen. Dann kannst du zurückkommen. Wähle die Person, deren Weg gespeichert werden soll. Das wäre es auch schon gewesen mit der ersten Runde Pong-Pong. Pong-Pong, das Spiel heißt, Pong-Pong entdeckt die Welt der Tiere und Pflanzen. Ich denke, ich werde das zwischendurch mal ein paar Mal machen, ein paar Runden spielen und gucken, wie weit ich jeweils komme oder wir jeweils kommen. Wenn ihr irgendwelche Ideen zu irgendwelchen Fragen habt, irgendwelche Antworten und so, lasst es mich wissen, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr irgendwas wisst. Es hilft mir nur, weil ich bei jedem Durchgang wirklich zwischendurch die Möglichkeit, also die Wahrscheinlichkeit dann hoch ist, dass die Fragen nochmal kommen. Das heißt, es hilft mir auf jeden Fall, die Antworten zu wissen. Außerdem ist es mal interessant zu wissen, ob ihr das beantworten könntet. Auch wenn die Fragen manchmal ein bisschen blöd gestellt sind. Für Kinder ist es auf jeden Fall schon krass. Und ziemlich lehrreich, finde ich. Ich mag das Spiel. Gut. Ich danke fürs Zusehen. Ich danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Pong Pong. Tschüss.